Moin, Black Metal Endurance Bank, Folge 52. So, liebe Leute, heute haben wir Kauderwelsch, Folge. Ganz einfachen Grund, ich sehe, ich bin wie am Saufen. Ich wollte ja eigentlich seit den ersten 3 Monaten wird ja eins saufen, aber heute muss ich Bier saufen. Letzte Woche habe ich erzählt, Heizung kaputt. Und just vor 5 Minuten, 5 Minuten ist schon wieder was her. Heizkörper wird schon wieder richtig warm. Habe ich die Scheiße wieder entlaufen gekriegt. Das war eine Odyssee, kann ich euch sagen. Leck mir in der Techno. Ich habe den ganzen Kack ja mal gelernt vor, keine Ahnung, 89, glaube ich. Von daher habe ich so ein gewisses Know-how noch in petto. Und ja, das Ding, das war ja donnerstags, ist das Teil ausgefallen. Ich hatte noch einen Kontakt, von dem ich gehofft hatte, dass der mir so ad hoc helfen kann, aber der ist quasi Oberkante Unterlippe ausgebucht. Der hatte noch irgendwie eine alte Regelung da, wo er sich aber nicht sicher war, ob die noch funktioniert. Steuergerät für den Brenner. Und meinte er, komm holen, ich habe aber echt keine Zeit, ich kann dir sonst nicht helfen, das ist eins, was ich dir bieten kann. Habe ich das natürlich abgeholt, freitags oder wann, hat alles nicht geklappt. Nee, Quatsch, donnerstags habe ich das abgeholt, hat alles nicht geklappt. Freitags hatte ich einen Kundendienstmonteur hier, der kam auch nicht weiter. Muss man dazu sagen, das ist ein altes Schätzchen von 89, ne? Ölbrenner. Und ne, mit der heutigen Gesetzeslage und dem ganzen Kauderwelsch, Gebäudeenergiegesetz und hast du nicht gesehen, hau ich mir ja nicht auch wieder eine alte Ölheizung da rein. Ne? Dann muss man neu kaufen, 89. Was willst du denn da noch machen? Kriegst keine Ersatzteile für. Das Ding hier oben hat gerattert, das war heißer als jeder Heizkörper, aber hat immer noch nicht gereicht, um die Hütte warm zu kriegen. Dann noch wieder einen anderen Kumpel kontaktiert, der im Großhandel ist, ob der nicht noch einen kennt, so ein Frickelskasper, der so ein Zeug, ein altes Zeug noch hätte oder vielleicht einen Tipp hat, was damit los ist. Das Ding hat keinen Muxer mehr von sich gegeben. Ja. Der hatte noch einen, den habe ich samstags dann noch angerufen. Der hat aber erst dienstags Zeit zum Kommen und der meinte ja, oh, Exodus, dann wär's ja nix. Wie wollte gucken, eBay oder was? Habe ich natürlich auch schon und mir so ein paar Sachen zurechtgelegt und was weiß ich. Weil im Prinzip kam nur die Steuerung in Frage und der Brenner. Und dann dachte ich ja erstmal die Steuerung, weil. Die andere, die der eine Kollege mir mitgegeben hatte, die hatte auf jeden Fall einen Zacken weg. Von daher wusste ich nicht, was damit los ist. Da habe ich eine gefunden, da habe ich den extra mal angetackert. Ist damit soweit alles in Ordnung? Sind die Kabel dran und was weiß ich? Ne? Weil, das muss man dazu sagen, da sind so Kapillarfühler dran. Wer da keine Ahnung von hat, das sind Fühlerleitungen, da ist eine Flüssigkeit drin, ne? Die, zum Temperaturmessen, Kapillarfühler. Meinte, gut, alles klar, in Neuwied war das, ne? Bis Neuwied fährt man knapp 50 Minuten. Ich gondel dahin, zeigt er mir das Ding, alles abgepitcht. Ne? Aus dieser Steuerung muss man dazu sagen, kommen ungefähr 8 Kabel, dann gibt es da eine Steckerleiste und normalerweise macht man 5, 6 Stecker, klick, klick, klack, klack, ist alles fertig, dann kann man das Ding so wegnehmen und der Typ, also nicht der Typ, sondern der Heizungsbauer, der dem auch noch gesagt hat, dass er die verkaufen kann, hat alle Kabel abgepitcht. Was ein Mega-Honk, liebe Leute. Ne? Dann sagt er dem auch noch, kannst du verkaufen, ist noch total gut. Ne? Ja, auf jeden Fall erstmal für umsonst nach Neuwied georgelt. Meine 3 Mädels hier natürlich am Anschlag wieder, die wollen wieder warm haben. Haben natürlich hier so ein paar Heizöfchen stehen, ne? So dass da jedes Hamsterrad kitsch ist gegen den Stromzähler, wie der sich im Moment gedreht hat die letzte Woche. Ja, auch wieder Schuss in den Ofen, direkt nochmal geguckt, dann nochmal wieder eine andere gefunden in Langenfeld. Da bin ich dann am Donnerstagabend hingefahren. Die war dann auch soweit in Ordnung, nur leider lief die Anlage wieder nicht. Brenner geguckt. Und da war ich gerade quasi in München-Gladbach
Und jetzt wieder zurück, das Ding angehangen, sofort angesprungen. Ich glaube gar nicht, was ich brüllend tanzend durch den Heizungskeller gedackelt bin und dann erstmal hoch Kanne aufgerissen. Das musste einfach sein. Boah. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Ein altes Schätzchen muss jetzt raus und wahrscheinlich irgendwie Pellet, Kombikessel mit Festbrennstoff, irgendwas so in der Richtung, schwebt mir vor. Werde ich mal so ein paar Kollegen kommen lassen, die mir da mal was zu sagen sollen. So, hier noch Heizung. Interessiert euch eh nicht. Aber das so eine richtige Folge ist das heute sowieso nicht, weil ich hatte einfach die Woche, hat die Heizung alles dominiert und überschattet. Ich hatte ein paar Sachen im Hinterkopf und in der Planung, bin aber zu nichts gekommen. Daher geht es jetzt einfach nur so, ich hatte noch ein paar Aufplöpper 2021, das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, im Rahmen meiner Top 20, da ist bei weitem noch nicht alles drin, weil ich kam jetzt neulich da drauf, letztes Jahr, ganz am Anfang oder was, da kam Kumpel, der Knaf kam an, Malo Capatan, check die mal ab. Ich sag, was ist das denn? Ich kann den Namen ja kaum aussprechen. Und beim ersten Mal muss ich sagen, das hat so da in dem Moment nicht in meinen Kontext reingepasst. Und die hatte ich mir jetzt letztens aber nochmal wieder angehört. Dachte so, boah, das ist schon geil. Das ist ja so mega Kauz-Metal, ne? Also. Kauz, Black Metal, was weiß ich, wie man das nennen will, kann ich jetzt so gar nicht sagen. Aber da bin ich gerade halt dabei, wirklich noch in das Ding einzutauchen. Da muss man Zeit mitbringen. Und ein anderer Kollege, der hatte, ich weiß hier, Insta oder worüber, als bei der Merch-Bestellung hat er noch hier, check mal die beiden Bands. Und da war unter anderem Stangariegel dabei. Ob das richtig ausgesprochen ist, weiß ich nicht. Ne? Die sind ja aus, wo sind die nochmal her? Ich hätte jetzt fast gesagt Jugoslawien, aber da unten die Ecke auf jeden Fall. Und das ist ein Nebenprojekt, das ist wohl einer von denen mit dabei. Und da war ich auch echt abrupt begeistert von. Auch ultra krudes Zeug. Die stehen da im Wald rum. Waren ja viele von denen. Aber da bin ich auch gerade am Einsteigen. Da konnte ich mir noch in der Tat ein Tape ergattern. Das war auch wieder lustig. Ich hatte mal reingeguckt. Ich habe vor 3 Tagen war das. Da stand bei Bandcamp irgendwie noch nichts großartig dabei. Habe ich noch überlegt, bestellst du das Ding jetzt oder nicht? Und dann hatte hier der Ben, der Junge mit den Linoprints, die ich auch die Tage mal vorgestellt hat, hatte just das Tape gepostet. Meine ich, ja, geil, geile Scheiße geschmissen worden. Der Ben hatte das Tape und ich habe gesagt, gucke ich noch mal rein. Und just in dem Moment, das war glaube ich gestern, waren nämlich nur noch 6 verfügbar, ich direkt zugegriffen. Weil ich glaube, auf andere Medien gibt es das aktuell auch gar nicht. Und ja, wie gesagt, mit der Heizung ist jetzt vinylmäßig, glaube ich, eh erstmal ein Sabbatjahr eingeläutet worden. Da muss die Kohle erstmal wieder beisammen gehalten werden. Da ist nichts mit großartig Platten kaufen. Da muss ich mir noch was überlegen, wie ich euch jetzt irgendwie mit Stoff füttere. Es gibt ja genug Zeug, worüber man quatschen kann, und das Regal ist noch voll mit Scheiben, über die man irgendwie spitze Verzell machen kann. Aber so mit neuem Vinyl wird das bei mir eher dieses Jahr ein bisschen reduziert werden. Ja, die beiden Bands waren mal stehen geblieben. Also die hängen mir gerade fest. Das ist ja so ähnlich wie mit Hexenbrett gewesen. Das war auch, die hatte ich irgendwann mal reingehört, weil die irgendwie auf allen Kanälen ziemlich abgefeiert worden ist und hat mich im ersten Durchlauf nicht gepackt. Und jetzt bin ich Fan, geiles Zeug. Aber muss man halt in der Stimmung für sein. Und da war das mit Malo Capatán und Stangariegel der gleiche. Hört mal rein, super. Ja, was hatte ich sonst? Dann dachte ich, nee, stopp. Morgul Blade bin ich noch drüber gestolpert letztens. Das ist auch der totale Hammer hier. Also wer irgendwie auf
Manowar-esken Skandinavien zweite Welle Black Metal Mix steht, musste auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Total geiles Ding. Ich habe die eben auf der Rückfahrt von Mönchengladbach mal laufen lassen und war eigentlich sofort begeistert. Also da werde ich auch noch mal tiefer einsteigen. Und dann habe ich überlegt, was kann man sonst noch reinpacken? Ja, EPs. Ich habe jetzt eben mal durchgescrollt. So viele EPs hatte ich gar nicht dieses Jahr. Da war mit dabei die A Place to Bury Strangers. Die habe ich schon mal reingehalten. Ganz klasse, neues Shoegazer-Rock-Ding. Dann hatte ich ja die No Sun Rises in einer der letzten Folgen schon drin. Die finde ich ja auch richtig klasse. Und dann die Cult of Luna, die hatte ich auch schon, also jetzt, ich glaube, Mitte des Jahres oder so, habe ich die mal rein. Die hatten auch ganz starkes Ding, wo ja auch, da hatte ich auch direkt gesagt, wo der Song mit Mark Lanegan drin ist, von dem ich ein bisschen was enttäuscht war, also jetzt nicht von Mark Lanegan, aber von dem Song, da hatte ich ein Stück weit mehr erwartet. Weil da haben Cult of Luna eigentlich einen Song für Mark Lanegan geschrieben, also ich hätte eigentlich den Cult of Luna Post-Metal-Sound mit Mark Lanegan Gesang gern mal gehabt, aber das ist leider nicht der Fall gewesen. Ja, und dann kommt eigentlich nur noch eine EP und das ist hier die Emma Ruth Rundle. The Helm of Sorrow, das ist ja quasi dieser, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt so gar nicht in der Historie drin. Die hatten ja diese May Our Chambers Be Full in 2020 rausgebracht. Und dann kam diese EP noch mehr oder weniger als Add-on. Und die führt halt diese Soundwand weiter. Though Sludge Post-Metal aus den tiefsten Sümpfen Louisianas. Gemeinsam mit Emma Ruth Rundle, einfach absolut großartig und ich hatte das gar nicht am Schirm, dann kommt dieser letzte Song. Das, boah. Der Cover-Song des Jahres, also was der Neil Young-Cover-Song von letztem Jahr bei Interama auf der EP war, ist hier Hollywood von Cranberries von Doe und Emma Ruth Rundle interpretiert. Was ein Brett. Also wer das Ding noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinballern auf volle Lautstärke. Ein Hammer-Song. Hollywood. Mega. Und damit bin ich auch schon am Ende und genieße meinen warmen Heizkörper und das Bier. Ich wünsche euch was. Bis bald. Tschö.